Durch den Rüstungsinsel-Erweiterungspass wurden über 100 Pokémon aus älteren Generationen zu Pokémon Schwert und Schild hinzugefügt. Und in diesem Video gebe ich euch meine Einschätzung dazu, welche dieser neuen alten Pokémon am stärksten sind. Ich spiele Pokémon am liebsten in dem offiziellen Kampfformat von Pokémon, nämlich VGC, und daher wird sich meine Einschätzung auch auf dieses Format beziehen. Aber auch wenn in VGC Doppelkämpfe gespielt werden, könnt ihr euch sicher sein, dass die Pokémon, die in diesem Video vorkommen, ebenfalls für Einzelkämpfe gut zu gebrauchen sind. Sollte euch dieses Video letzten Endes gefallen, gebt ihm doch einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne den Kanal für mehr Pokémon-Content, aber damit geht's auch schon los. Den Anfang machen Zedraking und Quaxo. Diese Pokémon sind beide eine große Bereicherung für Regenteams. Quaxo mit dem Niesel kann den Regen beschwören und Zedraking mit Wassertempo ist im Regen doppelt so schnell. Quaxo ist eine gute Alternative zu Pelipper, da es nicht vierfach schwach gegen Elektro ist und somit vermeintlich mehr aushält. Und Zedraking ist ein sehr starkes offensives Pokémon mit einer großartigen Typenkombination und sehr ausgeglichenen Statuswerten. Gerade bei Zedraking könnte ich mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, da es beispielsweise Pokémon wie Katapultra outspeeden und one-shotten kann und trotz seiner großen Angriffskraft immer noch sehr viel aushält. Aber wie viel stärker Regenteams durch diese beiden Pokémon letztendlich werden, wird sich zeigen. Über die Rückkehr von Rabigator freue ich mich sehr, denn es ist eins meiner Lieblings-Pokémon und es macht sehr viel Spaß, es im Kampf zu benutzen. An Stalobor hat man schon gesehen, wie gut offensive Boden-Pokémon sind. Sie treffen sehr viele Typen sehr effektiv und haben Zugang zu starken Attacken wie Pferdestärken und Erdbeben. Aber Rabigator hat auch noch andere Qualitäten. Mit Bedroher, Hochmut und Kurzschluss hat Rabigator drei mögliche Fähigkeiten, die alle auf verschiedene Art und Weise stark sind. Bedroher ist eine der stärksten Fähigkeiten in VGC, weil es einfach super gut ist, for free den Angriff beider gegnerischer Pokémon zu senken. Und durch Hochmut kann Rabigator schnell mal außer Kontrolle für das gegnerische Team geraten. Kurzschluss ist ebenfalls interessant, da man in Doppelkämpfen eine schwache Attacke mit garantierter Volltrefferquote auf sein eigenes Rabigator einsetzen könnte. Dadurch wird dann einfach mal Rabigators Angriff maximiert und gerade in Dynamax-Form klingt das extrem gefährlich. Ich freue mich drauf, Rabigator in VGC 2020 zu verwenden, denn ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es sehr stark sein wird. Hutsasa ist stark aus drei Gründen. Grund 1. Belebekraft ist vermutlich eine der besten Fähigkeiten im Spiel. Durchs Austauschen ein Drittel der gesamten KP zu regenerieren, ist einfach übertrieben. Grund 2. Pilzspore ist vermutlich eine der besten Attacken im Spiel. Mit hundertprozentiger Genauigkeit gegnerische Pokémon einschläfern zu können, ist ziemlich übertrieben. Und Grund 3. Wutpulver ist eine der besten Attacken in Doppelkämpfen. Gezielt ein Pokémon schützen zu können und mit diesem Pokémon gleichzeitig angreifen zu können, ist eine der besten Mechaniken in VGC. Kombiniert das mit Hutsassas guten defensiven Statuswerten und der guten Typenkombination und ihr versteht, warum Hutsassa auf jeden Fall relevant sein wird. Mit Fiaro haben wir neben Elfun nun endlich ein weiteres Pokémon, was mit Priorität Rückenwind einsetzen kann. Und das wird einen sehr großen Einfluss auf VGC 2020 haben. Rückenwind ist eine starke Attacke in Doppelkämpfen, weil es sehr wichtig ist, mit beiden Pokémon schneller als der Gegner zu sein. Und da seit Pokémon Schwert und Schild Initiative dynamisch berechnet wird, ist es einfach sehr gut, wenn man den Rückenwind mit Priorität einsetzen kann. Bisher konnte das nur Elfun, aber jetzt gibt es auch noch Fiaro. Und das Interessante an diesem Pokémon ist, dass Fiaro schneller ist als Elfun und es auch einfach mal mit Priorität rausnehmen kann, bevor es überhaupt den Rückenwind einsetzen kann. Natürlich verliert Fiaro durch Orkanschwingen seine Priorität, sobald es KP verliert, aber es bleibt ein überdurchschnittlich schnelles Pokémon mit sehr vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und es wird definitiv viel benutzt werden. Mit Porygon 2 kehrt eins der mächtigsten defensiven Pokémon zurück. Es hat genau eine Schwäche, es kann Genesung erlernen und mit dem Evoliten hat es so brutal hohe Verteidigungswerte, dass es höchstwahrscheinlich sehr lange überleben wird. Und als wäre das alles nicht schlimm genug, hat es auch noch einen beachtlich hohen Spezialangriff, der durch zwei seiner Fähigkeiten sogar noch erhöht werden kann. Im VGC wird es hauptsächlich als Bizarro-Raum-Nutzer verwendet werden, der safe den Bizarro-Raum rauskriegt und dann selbst sogar noch austeilen kann. Von Toxin bleiben wir in diesem Format glücklicherweise verschont. Haltet auf jeden Fall eure Kampf-Pokémon und eure Verhöhner-Pokémon bereit, ansonsten werdet ihr mit diesem Pokémon unter Garantie Probleme bekommen. Alola Knogger wird vermutlich hauptsächlich als Angreifer in Bizarro-Raum-Teams verwendet werden. Mit dem Steinknochen hat es einen extrem hohen Angriff,
der durch Geist- und Feuer-Stab-Moves sehr gut genutzt werden kann. Außerdem ist die Fähigkeit Blitzfänger natürlich interessant, um die eigenen Wasser-Pokémon vor sehr effektiven Elektroattacken zu schützen. Alola Knogger hat einfach mehrere Aspekte, die es zu einer ernstzunehmenden Bedrohung machen, und ich würde mich nicht wundern, wenn es sehr oft genutzt wird in VGC 2020. Und zum Abschluss ist auch Simsala zurück, ein weiteres Pokémon, das mich sehr freut. Durch den gigantischen Spezialangriff und die gigantische Initiative war Simsala schon immer stark und wird es auch immer bleiben. Äußerst interessant wird Simsala durch die neue Attacke Flächenmacht. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Psycho-Attacke mit einer Stärke von 80. Klingt erstmal wie eine schwächere Psychokinese, aber der Effekt der Attacke besagt, dass solange ein Psychofeld aktiv ist, die Stärke dieser Attacke erhöht wird und alle gegnerischen Pokémon von dieser Attacke getroffen werden. Man könnte Simsala also in Kombination mit Psycho-Erzeuger sehr wohl spielen und eine Flächenmacht nach der anderen raushauen, während sehr wohl Spotlight einsetzt, um Simsala zu beschützen. Was die Initiative angeht, ist Simsala zwar leider langsamer als Pokémon wie Katapultra oder Fiaro, aber ich denke dennoch, dass es großes Potenzial hat. Und das war's auch schon mit meinen stärksten wiederkehrenden Pokémon. Es gibt sicherlich auch noch andere starke Pokémon, die jetzt durch die Insel der Rüstung wieder in Schwert und Schild verfügbar sind, wie zum Beispiel Chanera. Aber ich wollte mich für dieses Video gerne auf diese Pokémon beschränken, weil ich die am interessantesten fand. Und ich wollte das Video auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, euch erneut auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Spielen. Haut rein!